heute ist ein extrem anstrengender Tag. Ja, es wird also es ist sehr absehbar, dass es an die Grenzen gehen wird, an die Kräftegrenzen. Warum? Ich bin jetzt hier im Bodenseekreis und es ist 20 vor 8. Ja. Also ich fange um 8 Uhr an. Ich habe circa 2 Stunden Anreiseweg gehabt. Und das Audit geht den ganzen Tag. Und das Brisante an der ganzen Geschichte ist, dass ich quasi jetzt kurzfristig für einen Kollegen noch mit eingesprungen bin, der kurzfristig ausgefallen ist. Ja? Und zwar für ein Audit in Amerika, ja, ein Remote Audit in Amerika. Das bedeutet, also nachdem ich hier quasi den ganzen Audit-Tag durchgeführt habe, muss ich nochmal zurück in meine Zentrale quasi, also Rückfahrt ist drin und dann muss ich mich einloggen, ja, um, was weiß ich, 19 Uhr oder sowas in den Dreh und dann geht es weiter für mich, bis um 23 Uhr ist der Plan quasi damit zu wirken und das ist also Doppelschicht, auch Doppelschicht und da ist es besonders wichtig, dass man natürlich diverse Faktoren auch nochmal beachtet und betrachtet. Ja, ich bin topfit, ausgeschlafen, sehr früh ins Bett gegangen, sodass ich tatsächlich so einen wirklich außergewöhnlichen Kraftakt mal hinlegen kann. Man kann natürlich jetzt darüber streiten, ob das in irgendeiner Form zulässig ist oder nicht zulässig ist, etc. Ich für meinen Teil habe mich dafür entschieden, da kurzfristig auszuhelfen. Das ist für mich tragbar. Ja. Und insofern, also ich versuche natürlich jetzt das Ganze auch ein bisschen zu vermitteln, ja, diese ganze Situation. Wunderschöne Landschaften hier auf dem Weg, also ist tatsächlich sehr beeindruckend. Und ich freue mich jetzt auf das Unternehmen, ein wirklich sehr interessantes, inhabergeführtes Unternehmen. Freue ich mich drauf, auf die Berichterstattung quasi über die aktuelle Situation, ist ja nicht ganz einfach. Aber ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen sich entsprechend aufgestellt hat, ja. Und ja, und dann muss ich echt danach schauen, dass ich in keine Staus komme. Das heißt, rechtzeitig quasi auch das Audit beenden kann, sodass ich entsprechend dann wieder um 19 Uhr am Start bin. Ja. Genau. Und nach meinem USA-Audit Remote muss ich dann auch wieder zeitig ins Bett, weil es dann am nächsten Tag natürlich dann auch weitergeht. Ja. Aber bleib auf jeden Fall dran, es ist vielleicht auch interessant in dem Bereich mal zu sehen, was da alles stattfindet und wie sich das Ganze zusammensetzt. Ja. Ja, jetzt bin ich angekommen. Jetzt muss ich noch quasi nach meinem Mundschutz und diese ganzen Maßnahmen nochmal schauen. Und dann geht's los. Ja, ich bin gespannt auf das Unternehmen und freue mich jetzt natürlich auch, ja, zu sehen, wie das Jahr für das Unternehmen gelaufen ist. Es gibt halt Unternehmen, die hat es richtig hart getroffen. Aber glücklicherweise ist der Großteil meiner betreuten Unternehmen eigentlich ganz gut durch diese Krise kommen und mal sehen, wie es hier ausschaut. Hier gehe ich davon aus, dass es eigentlich auch gut gemanagt worden ist. Genau. Ich melde mich nachher wieder auf jeden Fall, wenn ich auf dem Weg bin, quasi zum nächsten Mal. Bis später.